Hallöch, meine Freunde des Ames, und willkommen zurück zu einem super nice kleinen Fortnite-Video hier am Start. Heute ist ein super cooles, nices Fortnite-Pack ins Spiel reingekommen und das will ich euch mal hier ganz kurz präsentieren und zeigen, was ihr für euer Geld auch tatsächlich bekommt und ob es sich tatsächlich auch lohnt, sich es zu holen. Lasst auf jeden Fall jetzt ein fettes Like da, haut meinen Creator-Code rein, wenn ihr euch was gönnt aus dem Shop, und würde ich sagen, sehen wir uns im Video. So. Da sind wir im Spiel und zwar einfach so, ich wusste gar nichts davon tatsächlich, ist das letzte Lacher-Paket, also Last Love Package, ins Spiel reingekommen und uff, also dieser Poison Ivy Skin, ich kann euch jetzt schon mal sagen, der ist ja mega. Also dieses ganze Paket, ich habe es natürlich schon geholt, gibt es für 30 Euro, ist viel Geld, muss man dazu sagen, aber dafür kriegt man auch einiges an Loot. Wir kriegen einen Joker in drei verschiedenen Varianten, wir bekommen Poison Ivy mit zwei verschiedenen Varianten und wir bekommen Midas in zwei verschiedenen Varianten. Plus drei Spitzhacken sogar, einmal für jeden Skin einpassend. Dann haben wir hier noch einen Kondensstreifen, wo so die Joker, die Karten wegfliegen. Dann haben wir hier natürlich passend die Backlinks für jeden Skin und bekommen zusätzlich noch 1000 V-Bucks oben drauf. So gehen wir gerade mal in unseren Spind hier rein, das wäre unsere gute Poison Ivy. Ich finde, die sieht so hammermäßig gut aus. Die sieht richtig nice aus. Richtig gut gemacht. Das wäre jetzt ohne, also ihre normale Gestalt. Und das wäre, wenn sie quasi ihre Pflanzenpower rauslässt. Natürlich hier passend mit dem Backling hinten drauf. Sieht richtig schick aus, muss ich sagen. Richtig wilder Skin. Dann haben wir hier als nächstes den Joker. Das wäre der Joker in seiner normalen Format, in seiner normalen Form tatsächlich. Dann haben wir hier den gleichen nochmal mit einem Hut oben drauf. Sieht echt nice aus. Und dann haben wir den ganzen nochmal, also das ist die Standardvariante und das ist dann hier mit seinem Jackett und allem drum und dran. Also quasi der klassische Joker, sagen wir es mal so. Sieht auf jeden Fall sick aus. Sieht richtig geil aus. Fühl ich mega, muss ich sagen. Passend natürlich zum Harley Quinn Skin haben wir jetzt hier ein schönes abgerundetes Paket und dann haben wir da zusätzlich ja auch noch unseren Midas, und zwar den Midas Rex haben wir dazu bekommen noch. Hier gibt es ja den normalen Midas, so sieht der normale Midas aus, und dann haben wir hier diesen Midas Rex Skin mit so einem richtig heftigen Outfit, sieht ein bisschen aus wie so ein Iron Man Anzug, nur in Midas Style einfach, und der hat auch noch eine zweite Variante und da hat er noch so einen heftigen Totenkopf Helm auf und der sieht auch einfach wild aus. Schön mit dem Revolver mit links und rechts drin. Das ist eine Killermaschine, ist der Typ. Einfach eine Killermaschine. Sieht wild aus. Heftig. Also dieses Paket, finde ich, es ist eines der besten Pakete, die ich bisher holen konnte. Ich meine, dieses Legenden-Eis-Paket und sowas ist zwar auch cool, aber von der Qualität her, allein schon, das ist mein Lieblingsskin in dem Set hier drin, finde ich Bombe. Bombe. So, Moment, da gehen wir noch gerade mal kurz zu den Backlinks. Also, wie gesagt, das hier von Poison Ivy. Das hier für den Joker. Auch mega nice. Und das hier bei Midas. Als Backling. Sehr schön auf jeden Fall. Damit man den Skin natürlich auch schön abrunden kann. Da natürlich passend auch die Hacken. Haben wir hier für Poison Ivy eine fleischfressende Pflanze. Mega nice. Und für Joker haben wir dann noch seinen Schlagstock, oder den er da in der Hand hat, noch zusätzlich dazu. Für die Midas haben wir natürlich auch noch ein paar Spitzhacken hier am Start, und die sehen so aus, die nennen sich der Königsmacher. Die sehen richtig geil aus, vor allem hier dieses Glühen, dieses, ja, das sieht hammermäßig aus, finde ich, das fühle ich mega, diese Hacke. Diese und diese Hacke hier sind meine Favorite, muss ich sagen. Die sind wild, sind echt wild. Also dieses Paket, ich bin sehr, sehr überrascht von diesem Paket. Das wären hier übrigens noch diese Kondensstreifen mit den Karten, die da wegfliegen. Sieht auch natürlich auch richtig schick aus, vor allem wenn man den Joker-Skin drin hat oder Harley-Skin. Passt perfekt dazu. Ist auf jeden Fall geil. Wie gesagt, 30 Euro kostet das ganze Paket für alles, was da drin ist, plus 1000 V-Bucks. Ist jetzt nicht das günstigste tatsächlich, kann man sich jetzt nicht einfach mal so gönnen, wenn man, ja, muss man sich vor, sollte man sich schon vorher überlegen, aber ich finde, eines der besten Pakete, die reingekommen sind ins Game. Also das alles, was hier ist, kriegt man. Und ja, also ich finde, auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Wenn man sich eh was holen möchte, dann kann man sich direkt dieses
ganze Paket holen, hat man erstmal ausgesorgt für eine Zeit, würde ich sagen. Bis man sich daran satt gesehen hat. Dann würde ich sagen, sind wir aber auch schon fertig mit dem Video hier. Ich wollte ganz kurz das Paket hier vorstellen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein nices Abo da und ein Like natürlich. Und schreibt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare rein, was ihr zu diesem Set hier haltet. Und dann würde ich sagen, Creator-Code aim the moon unten reinpacken, bevor ihr was kauft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Hauen Sie rein!